Imposter also. Na gut. Leute sind auf jeden Fall gemeinsam unterwegs und checken hier die Lage. Hier oben irgendwo in den Wänden, Zero, Jay. Fuck, hier sind so viele Leute, ey. Das ist Peter. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Da ist so viele Leute in der Nähe. Ja, das ist scheiße, das hat Peter halt gesehen, ne? Und Mike weiß das auch. Dead Body reported. Alarm! Alarm! Oh, den habe ich doch gar nicht heute gesehen. Ich bin mir sicher, es ist Mord, weil die Hälfte fehlt. Als Souvenir eine Tasche. Oh, oh. Gut, alle bei Taschen leeren. Ray. Also, das war auf jeden Fall Mord. Da bin ich mir auch sicher, ja. Da bin ich ja Standort am Start. Ja. Dalu, wie hast du es am Anfang geschafft, dass du schon in diesem Gang bist, als wir da gerade erst alle losgelaufen sind? Im Ladebildschirm bin ich losgelaufen. Oh, also jetzt erstmal zu meiner Verteidigung. Auch wenn ich eine Diskrepanz mit Ray hatte, die Runde davor, also die Runde, bevor Peter sich nicht gemutet hat, ich war's nicht, okay? Alles klar, Dizzy. Dadosch und Kalle, wer ist uns entgegengekommen, als wir so langsam auf dem Weg nach unten waren? Da kam Mike, oder? Ich muss sagen, Dalu, ich habe ein bisschen Angst vor dir gehabt, weil du mir die ganze Zeit ein bisschen am Ass gekriegt hast. Die Leiche liegt Cafeteria auf dem Balkon. Das muss okay. Mike gewesen sein, der kam gerade aus dem Reaktor gekommen. Dadurch hat es gewesen sein, ja, weil ich hatte Angst vor Mike und er ist unten dann, hat den Müll rausgebracht. Jay ist es. Hat den Müll rausgebracht. ich fand das alle verdächtig. Jay war oben. Mike war es erst. Also Mike war es nicht. Aber Nils ist auch oben gewesen, oder? Dalu war es auch nicht. Dizzy habe ich auch gesehen. Ja, ich weiß dann zum Beispiel, dass Dalu mich die ganze Zeit hätte so mehr oder weniger snacken können. Klar, es waren viele Leute in der Nähe. Aber Dalu war eine ganze Zeit lang immer bei mir. So, für mich, ich lehne mich auch jetzt aus dem Fenster, selbst wenn er noch der andere Mörder hätte sein können. Kalle ist hundertprozentig Crewmate. Weil du weißt, dass du Imposter bist und dein Kollege ein anderer. Die Aufgaben, die er in der Reihenfolge gemacht hat und das Neupositionieren an dem Monitor war so gut, dass er da, also du kommst, er ist zum vielleicht Monitor. Hat er nee, wenn er das gefällt hat und dann hat sich eine auch... Frage, heißt, hat irgendjemand Sven gesehen? Dalu studiert das Game einfach. Was ist los mit ihm, ey? Dalu und Dalu sind bestimmt Imposter. Kalle. Beim Reaktor. Maxi hat gar nichts gesagt, by the way. Ja, Maxi kam mir dann irgendwann später entgegen bei der Schleuse. Genau. Maxi war aber dann war schon gewendet spät. Sein, okay. Ne? Vom also Balkon Maxi aus zu dem, böse. Zu dem... Okay. Ja, Maxi ist es. Oh, keine... Die sind halt alle... Die sind halt alle so, warte mal, Jay... Cafeteria... Okay. Moment. Können wir ihn hier unten irgendwo reinknallen? Scheiße, das war meine Chance, Leute. Okay, Moment. We can make it happen. We can make it happen. Band, ich muss unbedingt nachher die Steuerung umstellen. Oh, hier können wir auf jeden Fall nicht durchrammeln. Aber das Gute ist... Oh, Zero wäre... Fuck, ey, Zero wäre ganz alleine gewesen. Oh, 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 zum Glück haben wir nichts gemacht. Zum Glück haben wir nichts gemacht. Ich wollte gerade den Panik... Alarm! Also, ich kann Dalukat sowas von proven, glaube ich. Yes. Also, Dalukat und ich sind beste Freunde in dieser Runde gewesen. Wir haben alles zusammen gemacht. Ey, ich war es Referat, aber ich war dabei, ja? Wo ist die Leiche, Dizzy? Cafeteria an dem Automaten ist die. Also, so. Die, ja, Cafeteria und an dem Peter Automaten. Peter ist auch tot übrigens. Also, ganz kurz, wer war gerade alles oben Peter links? Peter war der Mike. Nee, also, Mike hat Peter getötet. Nein, auf keinen Fall. Wer war oben links alles gerade? Kalle, wer Dadosch, ist noch oben auch? Dadosch auch genau. Da. Und die einzigen beiden, die da oben waren, waren Peter und Mike. Deswegen wollte ich jetzt wieder das zum Knopf und nee, gucken, wer tot ist. Nee, Peter hat links die Kabel gemacht. Ich habe die Edelsteine gemacht oder was das ist. Eben, kurz da waren wir schon vor, weg. Bevor Peter getötet hat. Also, Peter war der einzige bei mir. Es muss jemand von hinten gekommen sein, ihn ermordet haben. Ich frage aber nur, wer war in deiner Nähe noch, Dizzy? Also, für mich riecht das so ein bisschen nach einem Self-Report. Oder war noch irgendjemand mit dir unten rechts?
In der Cafeteria? Ja. Ehrlich gesagt bin ich an Zero vorbeigelaufen. Zero ist nach... Beim Launchpad, aber nicht bei der Cafeteria. Ja, genau, beim Launchpad. Und dann bin ich runtergegangen in die Cafeteria, ja. Moment, wer von euch beiden war zuerst am Launchpad? Ich war da. Du bist zuerst weggerannt? Ja, und auf dem Weg unten auf dem langen Flur ist mir diese entgegengekommen. Okay, genau. Okay. Ich bin aus diesem Reaktorraum bin ich rausgegangen. Da habe ich Peter noch gesehen. Und dann bin ich, glaube ich, an der ganzen Gang, die im Reaktorraum war, die rausgekommen ist, bin ich vorbeigelaufen über den langen Gang. Genau. Was ich glaube ist, dass, also es könnte, also ich bin der Meinung, Mike ist es, deswegen kann es eigentlich nicht Dizzy sein, weil Mike halt Dizzy bezichtigt hat. Nee, ich finde es seltsam, dass du mich so verdächtigst. Also stimmt, du warst Peter und ich waren, ja, ist, das ist vollkommen. Aber ganz kurz, ich möchte nur erklären, warum ich denke, dass Dizzy es sein kann. Und zwar, er hat ihn getötet, ist gewendet, dann beim Medbay rausgekommen und dann hochgegangen, um ihn zu reporten, damit er halt ein Alibi von uns hat. Das könnte auch sein. Ich wäre ehrlich gesagt auch eher bei Dizzy. Nee, M&M. Was macht ihr jetzt? Ja, Maxi vielleicht auch. Skippen. Skippen. Wie ich skippen? Ich dachte, was? Die Tasten passt durch. Bei 7 darf man nicht. Bei 7 votet man nicht. Dizzy und Maxi. Ne? Dizzy und Maxi können auch sein. Alles klar, Maxi. Das Ding ist halt, ich habe gar keine Ahnung, wie man das vernünftig verkauft hier. Dalukan. Scheiße. Hier ist Maxi. Maxi wartet halt aber auch ewig, bis da mal einer kommt oder so. Nee, Maxi wendet. Ach du Scheiße, okay. Nee, wir wenden nicht zu zweit, sonst ist es zu auffällig. Oh lol. Da kann ich auf jeden Fall nicht reinhalten. Nee, Mike auch nicht. Ah shit, ey, die sind halt alle zusammen. Ah, Mist. Hier liegt ein Dead Body. Okay. Den will ich auf jeden Fall nicht reporten. Möchte ich hier wieder? Nee. Ja, ich glaube, hier will ich rauskommen. Hallo! Ich möchte mal kurz eine Gebetsstunde einberufen. Ich nehme meine Hände zusammen und bete und gucke nach oben und sage, wenn ein Geist einen Task noch nicht beendet hat, so möge er ihn doch schnell beenden, damit wir diese Runde beenden können. Sven zum Beispiel, der neue Geist. Ja. Dizzy und Maxi waren die ganze Zeit alleine. Ja, also Dadosch, Kalle und ich waren die ganze Zeit zusammen, bis auf einmal die Tür vor mir. Alibi, Mike, bis aber auf einmal nur eine Leiche. Hä? Es gibt ja, es ist nur einer tot, ja? Ja, das ist true. Achso, ja, das stimmt. Ich habe Maxi auch ganz lange nicht gesehen. Dizzy habe ich ganz lange nicht gesehen. Ich war lange mit Dadosch und Kalle, dann war die Tür plötzlich zu und dann war ich mit Dadosch, Kalle, Dalu. Ich möchte das kurz, heißt, Maxi und Dizzy waren alleine, oder? Ich möchte kurz zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diese Karte noch nicht gespielt vorher und laufe gerade planlos durch die Gegend. Dizzy, also ja, deine Verteidigung in der ersten Runde, als du mich getötet hast, war auch, ich weiß nicht, was ich tue und hast mich eiskalt gekillt. Oh, Entschuldigung, letztes Mal habe ich einfach nur Kill gelesen und da ging es mit mir durch, okay? Jetzt muss ich natürlich auf ein paar Sachen achten, was ich spiele. Rausvoten müssen, wäre ich bei Dizzy oder Maxi. Also wenn es Mike nicht gewesen ist, oben mit Peter, dann hat wahrscheinlich Maxi einen Vent-Kill gemacht, weil Dizzy hat den in der Cafeteria dann getötet. Also ich sag euch, wie es ist, ich das Smarteste, was ihr tun könnt, mich zu voten. Ja, wir sollten nicht voten und das die Person, die jetzt noch eine Aufgabe hat... Das ist das Smarteste, was ihr machen könnt, ich sag's euch. Aber was ist denn ein Double Kill? Mich zu voten, mich rauszuschmeißen, weil jetzt du, Big Brain. Ach so, weil du Ghost bist und der zu Task hast. Genau. Ach so, Lord. Aber stopp, wenn wir jetzt keinen voten einfach bei dir und es passiert ein Double Kill, dann sind wir raus, oder? Ja. So kommt's ja nicht. Kommt darauf an, was er von einem Task macht. Also du willst jetzt sterben, oder was? Jetzt habe ich dich leider nicht gewotet. Ja, ich habe ihn auch nicht gewundert, aber das ist egal, wir bleiben alle zusammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever war. Und dann wird einfach reported, ja. Dann wird einfach reported. Wow. Hätte mich rausgeschmissen. Was verlieren wir damit? Ja, nein, wie das mit deinem Task mal machen, Naru? Ich glaube, das war sehr knapp. Dalu, ey, wie langsam du deine Aufgaben machst. Das war aber echt knapp. Wer war es jetzt? Maxi und Dizzy? Ja, korrekt. Dizzy hat mich so betrogen. Dave, ich hab die letzte Aufgabe absichtlich nicht gemacht. Wie du an mir vorbeigelaufen bist und im Band verschwindest, Alter. Ich hab so dumm geguckt. Du hast die letzte Aufgabe absichtlich nicht gemacht? Ich wollte gucken, ob wir lieber den Mörder rausfinden, anstatt jetzt bei 5 gegen 2 schon beenden. Also da war doch noch Zeit zum Spielen. Ey, das Ding ist... Das geht hier ums Überleben. Ich weiß nicht, was das soll. Leute, Dalu ist so... Die Cafeteria, ne? Jay lag da. Wer hat Peter da gesnackt? Weil das habe ich echt nicht gesehen. Das war direkt neben mir eigentlich. Wer war das? Wer? Sven?
Hat Peter jemand gesagt, dass er sich wieder entmuten darf? Achso, Peter hat ich gesnackt. Peter hat ich gesnackt, direkt hinter dir. Ich habe dich gar gesehen im Labor und ich wusste, dass eure Sichtweite nicht so weit ist, deswegen, zack. Ihr habt Jay in der Maxi. Cafeteria bestimmt 5 Minuten nicht gefunden. Dizzy. Ja, so wie eigentlich der Verdacht von mir am Ende nochmal war. Das war richtig kombiniert auf jeden Fall. Und Dizzy, ja. Ich habe noch gesagt, wenn ich als erster stirb, wurde Dizzy raus. Hat zwar mich nicht gekillt, aber ist egal, er war es. Wenn Dizzy Menschen tötet, dann sagt er immer, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Ich habe die Karte, ohne Scheiß, ich kenne die Karte wirklich, ich bin da drauf rumgelaufen wie so ein Idiot, ey. Ja, Alter. Dizzy passt, ey. Nice. Sehr gut. Und das Ding ist halt, ihr habt Jay in der beschissenen Cafeteria 5 Minuten nicht gefunden. Da bin ich vorbeigelaufen, hab den selber reportet, weil ihr es nicht auf die Reihe gekriegt habt, ey. Aber das hättest du sparen können, weil du hättest sogar noch einen killen können. Ja. Ja, zwei Kills, richtig. Aber jetzt mal wirklich, ich hab's noch nicht so häufig gespielt. Ich weiß nicht, dass ich euch alle in einer Runde ausrasieren kann. Ich das jetzt weiß, fürs nächste Mal, wenn Massenkillerei ist, ich war's nicht, okay? Dizzy, kannst du Kalle bitte die rote Farbe geben?